Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Herbert Kickl als ersten Frage. Der Titel dieser Anfrage ist Freiheit und Selbstbestimmung statt Massentest und Hausarrest. 55 Fragen stellt die FPÖ an den Bundeskanzler. Das Wort. Und der erste Redner und der Antragsteller ist gleich am Wort, Herbert Kickl, Klubobmann FPÖ. Ja, danke schön, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte vielleicht mit einer Frage beginnen, denn die dringliche Anfrage ist eine solche, die sich an den Bundeskanzler dieser Republik richtet. Und ich würde jetzt gerne wissen, ob der Bundeskanzler gedenkt, bei dieser Veranstaltung jetzt teilzunehmen oder ob er das weitergesucht hat. Vielleicht kann man das einmal in der Zwischenzeit klären und die Uhr anhalten. Also, wir könnten die Sitzung unterbrechen, wenn das gewünscht ist. Aber der Bundeskanzler ist bereits da. Bitte schön. Von vorne an, ne? Ja. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren und vor allem liebe Bürger der Republik Österreich. Wir haben heute das zweite Mal das Vergnügen, uns sozusagen von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen bzw. zu sitzen. Und ich halte es für notwendig, Herr Bundeskanzler, dass wir das tun, weil wir uns mit der sogenannten Regierungserklärung, die Sie heute am Vormittag gegeben haben, und ich glaube, da geht es vielen Österreicherinnen und Österreichern so, nicht abspeisen lassen. Deswegen haben wir Sie heute hier noch einmal hierher gebeten, um uns 55 ganz konkrete Fragen zu beantworten, und zwar im Zusammenhang mit dem von Ihnen am letzten Freitag in einer großen Pressekonferenz angekündigten dritten Lockdown, aber vor allem zu Ihrem Konzept des Hausarrests für weite Teile der österreichischen Bevölkerung, die sich nicht an der von Ihnen offenbar für die zweite Jännerhälfte geplanten Welle an Massentests beteiligen wollen. Ich weiß, Herr Bundeskanzler, dass Sie inhaltlich nicht der Zuständige sind. Gesundheitskompetenz ist Ihre Sache nicht. Sie sind es auch formell nicht, weil ja eigentlich die einzelnen Regierungsmitglieder, natürlich jeder für sein eigenes Ressort zuständig ist. Und trotzdem haben wir Sie hierher gebeten, weil Sie tatsächlich der Sache nach, weil Sie de facto eigentlich der Strippenzieher dieser gesamten Aktivitäten sind, weil ich hier Selbstverständnis als Bundeskanzler kenne und weil ich weiß, dass Sie sich nichts mehr wünschen als diese Richtlinienkompetenz, die Ihr großes Vorbild Angela Merkel in Deutschland hat. Und nachdem Sie es so nicht haben, nachdem Sie es gesetzlich gedeckt nicht haben, leben Sie es in der operativen Wirklichkeit. Gesetzliche Grundlagen sind Ihnen ohnehin mehr oder weniger egal. Sie sind also der Master of Disaster im Zusammenhang mit den beiden Dingen, die Sie hier letzte Woche verkündet haben. Das Zerstörungswerk, das in der Wirtschaft weiter voranschreitet, das Zerstörungswerk, das Gegeneinander aufbringen von Teilen der Gesellschaft, das Zerstörungswerk, der Tsunami, der uns am Arbeitsmarkt auch erreichen wird im kommenden Jahr. Vor allem dann aber die Unterdrückung der Bürger. Für alles das zeichnet dieser Bundeskanzler verantwortlich. Und was besonders schlimm ist an dieser ganzen Sache ist, dass das alles passiert, der Niedergang eines einst blühenden Landes, ohne dass Sie im Gegenzug an der Gesundheitsfront irgendwelche messbaren Erfolge erzielen würden. Schauen Sie sich an, was in den Alten- und Pflegeheimen passiert, nachdem Sie gut ein Jahr jetzt dieses Virus bekämpfen. Sie haben keinen einzigen Erfolg nachzuweisen. Und dann wollen Sie mir erklären, dass Ihre Strategie die richtige ist. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, dass es legitim ist, dann auch dem Bundeskanzler, auch wenn es nicht in seinen Regie- und Tagesplan hineinpasst, aber hierher vor den Nationalrat, vor die Volksvertretung zu bitten, nicht so sehr, damit er mir und der Freiheitlichen Partei entsprechende Antworten gibt, sondern damit er sich vor der eigenen Bevölkerung rechtfertigt. Nicht vor ein paar ausgewählten Journalisten, handverlesen, vielleicht in Hintergrundgesprächen präpariert und auch nicht in Form von irgendwelchen Erklärungen, denen dann ja meistens nur Debatten folgen, die nicht von Rede und Widerrede leben. Herr Bundeskanzler, ich würde es so nennen. Früher hätte ich gesagt, es sind Lügen, das Wort nehme ich jetzt nicht mehr in den Mund. Ich sage, es sind Unwahrheiten, die ihren Weg in der Corona-Krise pflastern. Wir denken an die 100.000 Toten, vor denen Sie gewarnt haben. Wir denken an die grauenhafte Angstpropaganda, die Sie über ganz Österreich gelegt haben, wo Sie nicht davor zurückgeschreckt haben. Das muss man auch einmal ganz deutlich sagen. Kinder in Wahrheit zu instrumentalisieren, Kinder zu traumatisieren
und ihnen sozusagen Schuldgefühle einzureden. Ganz, ganz schrecklich, was sie hier zu verantworten haben. Wir haben das alles nicht vergessen. Wir kennen ihre Ankündigung, dass jeder jemanden kennen wird, der an Corona gestorben ist. Wir kennen auch ihre Unwahrheit von der raschen und unbürokratischen Hilfe, die jeden sofort ereilen wird. Nichts davon ist wahr. Und wir kennen vor allem aus der letzten Zeit ihre aggressiven Attacken gegen all diejenigen, die ihnen einfach nicht mehr geglaubt haben nach all den enttäuschten Erwartungen, die sie geweckt haben. Das Vertrauen ist verloren gegangen und ihre Antwort ist Aggression auf diejenigen, die gesagt haben, na selbstverständlich wird es einen weiteren Lockdown geben. Sie haben es bestritten, der Gesundheitsminister hat es gestritten und jetzt haben wir ihn. Und Aggression, das ist auch dasjenige, womit sie vorgehen bei denjenigen, die ihnen sagen, na selbstverständlich wird es bei den Testungen zu Zwangsmaßnahmen kommen. Sie haben es bestritten, jetzt haben wir sie. Und Aggression ist auch ihr Rezept gegen diejenigen, die sagen, auch beim Impfen wird es selbstverständlich auf das hinauslaufen, dass sie zu Zwangsmaßnahmen gegen die eigene Bevölkerung greifen. Ihre Freiwilligkeitsankündigungen in dem Zusammenhang, ich möchte sagen, es ist wahrscheinlich die größte, die dreisteste und die folgenschwerste Lüge, darf ich nicht sagen, deshalb nenne ich es Unwahrheit. Und Sie haben mit dieser Ankündigung bei Ihrer Seuchenpressekonferenz am letzten Freitag das ohnehin schon eingerissene Band zwischen Ihnen und der Bevölkerung endgültig gekappt. Zuerst haben Sie sich von den Fakten befreit, jetzt haben Sie sich von der Bevölkerung abgekapselt. Und das, was Sie dort gesagt haben, diese Ankündigung einer Hausarrestverordnung für weite Teile der österreichischen Bevölkerung, heißt ja nichts anderes, als dass Sie den Menschen im eigenen Land nicht mehr vertrauen. Und wenn der Bundeskanzler und seine Regierungsmitglieder den eigenen Staatsbürgern nicht mehr vertrauen, dann kann es ja nur eine einzige Antwort darauf geben. Und die lautet, dass die Vertretung der Bevölkerung, das heißt der österreichische Nationalrat, auch Ihnen aus diesem Grund umgekehrt das Vertrauen entziehen muss. Das ist etwas, was vollkommen logisch ist und auf der Hand liegt. Und deshalb werden wir heute im Zuge dieser Debatte auch einen Misstrauensantrag gegen Sie und die gesamte Bundesregierung einbringen. Und ich bin gespannt, wie sich die SPÖ, die auch kein gutes Haar gelassen hat, an diesen jüngsten Maßnahmen verhalten wird. Ich bin gespannt, wie sich die Neos verhalten werden. Und ich weiß nicht, ob es bei den Grünen noch Restbestände der so viel strapazierten Zivilcourage gibt, die sie immer dann bemühen, wenn sie uns erklären, dass sie vor 70, 80, 100 oder 200 Jahren in Krisensituationen selbstverständlich, selbstlos gekämpft hätten für die Freiheit und alles andere. Aber im Hier und Jetzt versagen sie und fallen das eine um das andere Mal um. Schauen wir mal, ob es in den Reihen der Grünen noch Reste von Zivilcourage gibt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das, was Sie hier neben dem dritten Zerstörungswerk namens Lockdown machen, ja, das ist eine absolute Grenzüberschreitung. Ich nenne es Testapartheid. Was anderes ist es nicht, was Sie hier einführen. Und wäre ich Bundespräsident, so würde ich nicht beschämt schweigen, wie es der Gegenwärtige tut, sondern ich hätte die Bundesregierung aufgrund dieser Tatsache entlassen. Und ich glaube, dass man sehr, sehr gut, und Sie werden diesen Satz immer öfter hören und er wird immer lauter werden, er wird auch durch die verschlossenen Fenster Ihres Bundeskanzleramts dringen. Sie werden sich an den Satz gewöhnen müssen, dieser Satz hat drei Worte, Kurz muss weg, meine sehr geehrten Damen und Herren. Kurz muss weg. Ich weiß gar nicht, wie Sie sich das im Übrigen vorstellen, die Umsetzung da dieses Test-Apartheid-Modells. Also ich weiß nicht, an drei Tagen wollen Sie 9 Millionen Österreicher, sollten Sie Ihrer Nötigung Folge leisten, dann durch eine Teststraße oder durch verschiedene Teststraßen dieses Landes treiben. Ja, ich weiß nicht, haben Sie mit Ischgl noch nicht genug angerichtet? Das war doch das erste Superspreader-Event, das Sie zu verantworten haben. Hinaus nach ganz Europa sind die Infektionen gegangen, wir leiden bis heute darunter. Und jetzt wollen Sie das nächste Superspreader-Event organisieren, wenn Sie 9 Millionen Leute in 3 Tagen durch eine solche Testung schicken. Und das Fatale an der ganzen Sache ist, es geht Ihnen ja schon lange nicht mehr um die Gesundheit der Menschen. Das wissen Sie doch, dass Massentests überhaupt nichts zu tun haben mit dem soliden Gewinn von gesundheitsstrategischen Erkenntnissen. Nicht einmal ansatzweise. Ich habe es Ihnen heute schon gesagt, da brauchen Sie nur das eigene Papier, die Teststrategie des Gesundheitsministeriums lesen, dann wissen Sie, was los ist.
Nein, es ist etwas ganz etwas anderes, das sie reitet. Es ist gekränkte Eitelkeit, die in der Zwischenzeit zur bestimmenden Konstante, die ihr bestimmendes politisches Motiv geworden ist. Sie können es einfach nicht verkraften, dass die Österreicher ein gutes Gefühl haben, einen guten Instinkt haben dafür, dass das nichts bringt, wenn ich mich jetzt testen lasse, weil in kürzester Zeit das Ergebnis dieses Tests schon wieder sinnlos ist. Das ist so ähnlich wie eine Fußspur, die Sie im Saharasand hinterlassen. Wenn Sie sich umdrehen, ist sie auch schon wieder weg. Und wenn Sie Pech haben, dann verlassen Sie die Teststraße und stecken sich beim Heimfahren mit dem öffentlichen Verkehrsmittel an. Die Menschen haben ein gutes Gespür dafür, und das war auch der Grund dafür, warum so viele gesagt haben, sie nehmen an diesen Testungen nicht teil. Ja, Frau Abgeordnete Schwarz, Sie können sich zwei Sonden implantieren lassen, die dann eine Dauermeldung jeden Tag sozusagen abgeben über Ihren Status, weil es wird ein bisschen aufwendig werden, wenn Sie sich alle zwei Tage in die Nase fahren lassen. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, die Leute haben Ihnen die Gefolgschaft verweigert und dafür müssen Sie bestraft werden. Und nach außen treten Sie dann ganz cool hin und verkünden mit einer Eiseskälte dieses Erpressungsmodell gegenüber der eigenen Bevölkerung. Aber ich kenne Sie auch schon ein bisschen. Ich weiß, innen drinnen brodelt es ganz gewaltig. Innen drinnen kocht es im Sebastian Kurz, weil man diese Schmach nicht auf sich sitzen lassen kann. Und ehrlich gesagt, Herr Bundeskanzler, ich muss Ihnen das sagen, Sie tun mir leid. Sie tun mir leid, ob dieser Motivation, die Sie antreibt, aber ich kann keine Rücksicht darauf nehmen, weil ich es für gefährlich halte, dass unser Land von einer narzisstischen Persönlichkeit geprägt wird, die jetzt in ihrer Eitelkeit verletzt ist. Und das ist der Grund dafür, warum Sie die Maßnahmen am Freitag so gesetzt haben, wie Sie sie setzen. Fakten- und evidenzbefreit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Bundeskanzler, kommen Sie mir jetzt auch nicht daher, bitte, mit Ihren Zahlenketten von positiv Getesteten, die ja noch lange keine Infizierten sind, die noch lange keine Kranken sind und die schon gar keine Intensivpatienten sind. Sie manchen das alles immer in Ihrer Angststrategie durcheinander. Und kommen Sie mir nicht mit Inzidenzen und R-Werten daher, weil wir ja in der Zwischenzeit wissen, dass Sie sich immer nur den Teil herauspicken, der Ihnen gerade passt, der sozusagen Ihr gegenwärtiges Propagandamodell entsprechend stützt. Sie haben es in der Zwischenzeit so weit gebracht, dass man Ihnen nicht einmal mehr eine seriöse Zahl abnimmt. Das ist auch eine Leistung nach einem Jahr Corona-Management. Sie wissen, dass die negativen Spitzenwerte im Spitalsbereich und bei den Intensivpatienten schon vor Beginn des zweiten harten Lockdowns erreicht gewesen sind. Sie wissen, dass die Höchstwerte bei den positiv Getesteten und bei der sogenannten 7-Tages-Inzidenz schon einige Tage davor, noch in der ersten Novemberhälfte, erreicht worden sind. Und jetzt können Sie da nicht hergehen und sagen, dass Ihre Maßnahmen, das heißt der harte Lockdown, der ja gerade hinter uns liegt, dafür verantwortlich waren. Das war bestenfalls begleitend. Und das passt auch zu Studien, weil die ÖVP kennt sich ja da sehr gut aus und gerne die WHO zitiert, zu Studien der WHO, die belegen, dass Maßnahmen wie ein harter Lockdown etwa im Zusammenhang mit der Verbreitung der Influenza so gut wie keine Auswirkungen hat. Warum soll es dann bei diesem Virus anders sein, Herr Wöginger? Sie werden mir diese Frage sicher beantworten können. Das heißt, die Werte haben sich gegenüber dem Höchststand massiv gebessert und Ihre Antwort darauf ist der nächste Lockdown. Selbstverständlich, wie immer, ohne jede konkrete Begründung für die einzelnen Maßnahmen. Das kennen wir ja schon von Weihnachten. Sie können ja bis heute nicht erklären, warum das 10 Leute aus so und so vielen Haushalten sein können. Ich glaube, Sie würfeln da in Ihren strategischen Runden. Und genauso ist es bei diesem Lockdown. Keine Erklärung für die Sperrung der Geschäfte. Warum? Keine Erklärung für die Schließung der Schulen. Die Erklärung gibt es nicht. Keine Erklärung für die ganztägigen Ausgangssperren und auch keine Erklärung für sinnlose Dinge wie die FFP2-Maske am Sessellift, aber im Verkehrsmittel brauche ich sie nicht. Da geht es ja drunter und drüber. Das ist ja ein System der Willkür, das Sie hier betreiben. Apropos Ausgangssperren, das muss ich Ihnen auch sagen. Apropos Ausgangssperren. Sie wissen ja, Sie haben ja schon auch die eine oder andere Auseinandersetzung mit einer Institution gehabt, die Sie selbst gefeiert haben. Ich spreche vom Verfassungsgerichtshof, den Leben lassen Sie ja hochleben, auch bei Ihren Jubiläen, wo Sie den 100. Geburtstag quasi der österreichischen Verfassung dann feiern. Aber Sie haben da ja schon Ihre Auseinandersetzungen gehabt. Und Sie wissen ja, dass Ihnen und der gesamten Regierung dieser Verfassungsgerichtshof ausrichten hat lassen, ja bitteschön, es geht um Verhältnismäßigkeit und es geht um Zweckmäßigkeit. Wenn Sie schon
vergessen haben, das war dasjenige, was Sie als Spitzfindigkeit bezeichnet haben. Ich möchte sagen, eine Sternstunde der Rechtsstaatlichkeit nach 75 Jahren Zweiter Republik. Eine Sternstunde. Und dieser VfGH hat Ihnen auch gesagt, dass zu dieser Überprüfung ein Instrumentarium notwendig ist. Und das ist der Hintergrund, warum Sie alle 10 Tage dem Hauptausschuss des Nationalrats hier eine entsprechende Rechenschaft ablegen müssen, nämlich im Zusammenhang mit der Verhältnismäßigkeit und der Zweckmäßigkeit dieser Maßnahmen. Und das finde ich jetzt interessant, dass Sie am letzten Freitag schon gewusst haben, dass es eine neuerliche Verlängerung am 4. Jänner geben wird. Das ist ja viel länger, Herr Bundeskanzler, als 10 Tage. Ja, jetzt weiß ich nicht, haben Sie in Ihrer Parteizentrale eine Zeitmaschine, mit der Sie in die Zukunft gereist sind und jetzt schon wissen, was am 4. Jänner los sein wird? Weil anders kann ich das nicht erklären, dass Sie jetzt schon wissen, dass am 4. Jänner die Zahlen so sein werden, dass Sie diese Maßnahmen verlängert werden. Das gibt's doch gar nicht. Sie könnten diese Entscheidung nur auf Basis von Zahlen treffen, die Sie gar nicht haben, die Sie gar nicht haben. Und genau das gleiche Spiel, Sie haben am Freitag auch schon gewusst, dass dann beim übernächsten Hauptausschuss, wahrscheinlich am 14. Jänner, dann die sozialen Ächtungsmaßnahmen auf die Österreicher zukommen. Ja, bitteschön, wie soll das gehen? Sie wissen, dass in der zweiten Jännerhälfte dann für alle diejenigen, die an den Massentests nicht teilnehmen, die Ausgangssperre, die gesundheitspolitische Schutzhaft, der Hausarrest, wie auch immer man das nennen will, kommt. Ja, auf Basis welcher Zahlen, Herr Bundeskanzler? Sie wissen ja überhaupt nicht, wie die Entwicklung bis Mitte Jänner sein wird. Wie können Sie jetzt hergehen und so etwas bereits verkünden? Sind Sie ein Zeitreisender, Herr Kurz? Na, möglicherweise, aber dann lassen Sie uns doch bitte an diesem Geheimnis teilhaben. Nein, es geht da nicht um Evidenz, es geht nicht um Zahlen und Fakten und das beweist auch diese Vorgangsweise. Es geht um was anderes, es geht um die gekränkte Eitelkeit. Und Herr Bundeskanzler, ich muss Sie enttäuschen. Gekränkte Eitelkeit ist bis dato noch kein Prinzip unserer Bundesverfassung, auch wenn Sie hart daran arbeiten, es vielleicht hinein zu implementieren. Noch ist es nicht so weit und wir Freiheitlichen werden es zu verhindern wissen. Und deshalb ist das, was Sie machen, verfassungswidrig. Es gibt natürlich noch einen Grund, warum das durchgeführt werden muss, wie Sie es planen, dann in der zweiten Jännerhälfte. Sie wissen ja nicht, was Sie machen sollen mit diesen Massentests, die Sie angekauft haben. Die Propagandawalze hat nicht funktioniert. Sie haben das Geld beim Fenster rausgeschmissen. Die Bevölkerung war so schlau zu erkennen, dass Ihre Ankündigung, dass man damit das Weihnachtsfest rettet, überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und jetzt sitzen Sie auf diesem Klumpert. Und jetzt müssen Sie es irgendwie zur Anwendung bringen. Und deswegen rollen Sie dieses System aus. Oft sind ja die Erklärungen dann ganz, ganz einfache. Und da brauchen Sie sich nicht hinter irgendwelchen gesundheitlichen Schutzmaßnahmen verbarrikadieren. Das ist die einfache Wahrheit. Herr Bundeskanzler, die Österreicher haben durchschaut, dass Sie ein hervorragender Schauspieler sind, dass Sie ein begabter Machtmensch sind. Alles das stimmt. Aber Sie haben auch eines durchschaut, Sie sind kein verantwortungsbewusster Staatsmann, auch wenn Sie gerne einer wären. Und die Einträge, die über Sie dereinst verfasst werden in den Geschichtsbüchern dieser Zweiten Republik, das sage ich Ihnen jetzt schon, werden wenig schmeichelhafte sein. Sie werden sich nicht in die Ahnenreihe der großen Vorfahren der Volkspartei stellen können, was Sie so gerne möchten. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt, da wird Ihnen im Übrigen auch der Kauf der Medien nicht helfen. Ein Aspekt, der in der Debatte manchmal zu kurz kommt, sind die Begleitmaßnahmen. So sehr Sie dahin dilettieren im gesundheitspolitischen Bereich, so perfekt arbeitet Ihre Maschinerie dort, wo es um das Zurückstutzen der Grund- und Freiheitsrechte geht. Dort, wo es darum geht, ein Zensursystem aufzubauen, und ich halte das für besonders arg. Ich habe es zum Beispiel erlebt, dass am letzten Freitag ein Ausschnitt von meiner Facebook-Seite, ein Ausschnitt eines Diskussionsbeitrags von Servus TV, wo Professor Bhakti nichts anderes gemacht hat, als gewarnt hat und gesagt, schauen wir doch bei dieser Impfung genauer hin, welche Gefahren da auf uns zukommen könnte, von Facebook gelöscht wird. Und da gibt es viele solche Beispiele. Da werden Reden von Nationalratsabgeordneten zensiert, von Facebook oder von YouTube. Und man möchte doch meinen, dass der Bundeskanzler dieser Republik oder andere Regierungsvertreter aufschreien, ob dieser Form der Zensur durch internationale Konzerne, die immer mehr voranschreitet. Sie tun es nicht. Und das bringt mich auf eine andere Idee. Vielleicht stecken Sie ja sogar dahinter, Herr Bundeskanzler. Sie haben doch im Bundeskanzleramt einen digitalen Krisenstab eingerichtet,
gerichtet, der sich mit Fake News befasst. Und Sie sind doch derjenige, der diesen Konzernen in Wahrheit mit Ihrer Initiative gegen Hass im Netz ja auch noch die offizielle Legitimation gibt, anstatt von österreichischen Gerichten ausgesprochen, selbst Zensururteile über politisch Missliebige, über Andersdenkende aussprechen zu können. Sie betreiben dieses System ja noch, und das halte ich für besonders arg. Anders kann ich mir nicht erklären, dass Sie sich in dem Zusammenhang verschweigen. Und das trifft nicht nur die freie Rede hier im Parlament, um die ich mir im Übrigen auch große Sorgen mache, nicht nur die Meinungsfreiheit von Abgeordneten, sondern das betrifft auch die Freiheit der Wissenschaft, die hier unter die Räder zu kommen droht, wenn man in dieser Art und Weise mit Zensur vorgeht. Am Ende, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird die Zwangsimpfung stehen. Das liegt auf der Hand. Sie haben sich verraten mit Ihrem Bezug auf Israel. Sie haben das israelische Modell gelobt, und das läuft darauf hinaus, dass nur jene Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, die sich impfen lassen. Das haben Sie klipp und klar auch in Ihrer Pressekonferenz gesagt. Und das ist verabscheuenswürdig. Das ist ein Apartheidssystem, das Sie vorantreiben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein letzter Satz. Ich bin gespannt auf Ihre Ausführungen. Für mich läuft das alles auf diktatorische Maßnahmen hinaus. Und die, die es nicht glauben, Diktatur kommt immer im Namen des Guten daher und brezelt sich recht ordentlich und verträglich auf. Kein Diktator ist gekommen und hat gesagt, ich will euch Böses. Und seien wir vorsichtig, dass wir es nicht übersehen. Ich bin gespannt auf Ihre Erklärungen, Herr Bundeskanzler. Ich bin sehr gespannt, wie Sie Maßnahmen erklären wollen, die man in einer Diktatur nicht erklären braucht und in einer Demokratie nicht erklären kann. Der Antragsteller der dringlichen Anfrage war das Herbert Kickl-Schlupobmann der FPÖ. 55 Fragen hat er an den Bundeskanzler gerichtet.